Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und wir müssen uns heute mit einem kleinen Update zu meinem Importvideo, Bestellungsvideo bezüglich Cartel Down in Indonesien einmal kurz befassen. Das wird auch nicht lang. Falls ihr das Hauptvideo gar nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier einmal. Dann habt ihr den Zusammenhang. Aber vergesst nicht, danach auf jeden Fall dieses Video zu sehen, denn es hat sich eine kleine, nicht so positive Sache entwickelt. Und ich finde, da ich Werbung dafür gemacht habe, solltet ihr auch darüber Bescheid wissen, denn ja, ich bin da einfach für Transparenz mit euch und möchte euch nicht, nur weil ich irgendwas umsonst bekomme, quasi ins Verderben schicken und deshalb hier dieses kleine Extra-Video. Bei der Cartel Down Bestellung, von der ich euch in diesem Video erzählt habe, war ja auch mein Dark Phoenix dabei, den ich selbst bezahlt habe. Also ich hatte zwei Bestellungen bereits vorher gemacht, bei denen Pflanzen angekommen waren und eine dann geschenkt bekommen, als Kooperation eben. Hatte ich in dem Video auch alles so gesagt. Es hat sich so entwickelt, dass, ich zeige das ja auch in dem Video, der Dark Phoenix, ich blende ihn euch hier mal eben ein, plötzlich so aussah, was heißt plötzlich, so ganz plötzlich war es nicht. Es hat sich über 2 Monate so entwickelt, aber bereits als die Pflanze ankam, hat sie ein paar Schäden gezeigt. Ja, also die Blätter waren halt was schlapp. Man hat schnell gesehen, dass die Wurzeln abgeknickt waren, nachdem sie im Wasserbad waren. Es hat schnell angefangen zu schimmeln und zu gammeln. Ich habe daraufhin direkt am ersten Tag, es war der erste Tag, Cartel Down Bescheid gesagt, dass hier irgendwie was nicht okay ist und dann haben wir halt abgemacht, dass wir erstmal abwarten und ich mal schaue, dass ich das Pflänzchen in den Griff bekomme. Ich habe mich daraufhin auch wegen dieser Pflanze 2 Monate tatsächlich nicht gemeldet, denn ich habe sie erstmal selber ausprobiert und war ja der Meinung, dadurch, dass ich sofort Bescheid gesagt habe, müsste klar sein, dass ich mich jetzt erstmal darum kümmere, sie zu retten und wenn nicht, dass wir eine Lösung finden müssen. Das wurde irgendwie anders gesehen, als ich mich dann vor ein paar Tagen deshalb gemeldet habe. Und zwar schrieb ich dem Shop dann mit dem Foto der Pflanze, was wir denn machen könnten. Ich habe weder nach einem Refund gefragt, noch nach dem Ersatz der Pflanze, sondern einfach erstmal allgemein angefragt. Ich hatte schon im Voraus mitbekommen, dass auch ein paar andere Probleme hatten. Und wie sich nun rausstellte, bin ich auch nicht die Einzige, die dieses Refund Problem bekommen habt und deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, hier dieses Video einmal zu machen, denn falls ihr dort aufgrund meines Videos bestellt habt oder noch vorhabt, aufgrund dieses Videos zu bestellen, solltet ihr ein paar Kleinigkeiten beachten, damit ihr nicht wie ich am Ende kein Geld und keine Pflanze mehr habt. Und zwar ging es dann so weit, dass der Besitzer des Shops mir nach ein paar Nachrichten seiner Mitarbeiter, die totaler Quatsch waren und mir die Schuld gegeben haben daran, dass die Pflanze stirbt und mir die Schuld gegeben haben, dass ich mich erst nach 2 Monaten melde und dass ja kein Shop dann was ersetzen würde, was stimmt. Wäre ja Wahnsinn, wenn man sich bei jedem Shop nach 2 Monaten meldet, die Pflanze runtergewirtschaftet hat und dann sagt, ich hätte gern Ersatz. Klar geht das nicht, völlig verständlich. Aber wie gesagt, ich habe mich direkt an Tag 1 gemeldet, ja, wie man das sonst bei einem PayPal-Fall zum Beispiel machen würde. Damals habe ich aber noch mit Freunden bezahlen müssen, was natürlich auch nicht so ganz rechtens war. Das ist mittlerweile anders, deswegen habt ihr im Gegensatz zu mir auf jeden Fall andere Vorteile, die ihr nutzen könnt, damit euch das nicht passiert. Ganz, ganz interessant ist, was ihr auch wissen sollt, solltet ihr jemals dort eine Pflanze reklamieren oder es nur versuchen, ich habe es ja nur versucht, werdet ihr dort nie wieder Pflanzen kaufen können. Also ich hatte eigentlich noch eine Bestellung offen, die bereits bezahlt war und bei mir ankommen sollte. Und zwar einen Tag, nachdem ich mich beschwert habe wegen Beschwert. Ich habe Bescheid gesagt wegen dem Dark Phoenix. Und da wurde mir dann leider gesagt, also unter den Umständen muss ich die Pflanze stornieren. Also nicht den Dark Phoenix. Dafür haben wir immer noch keine Lösung und es wird auch keine mehr geben. Sondern die Pflanze, die ich eigentlich bereits bezahlt hatte. Die habe ich dann auch nicht mehr gekriegt. Interessanterweise. Ja, hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, dass ich dann eben diesmal, weil ich diesmal mit Käuferschutz bezahlt habe, natürlich, falls was an der Pflanze ist, diesmal diesen eben auch einsetzen würde, weil ich ja schon wusste, selber drum kümmern ist nicht. Also, deswegen möchte ich euch darum bitten, falls bei euch eine Pflanze, wie jetzt zum Beispiel bei einem Bekannten von mir, so ankommt, ja, die ist so bei ihm angekommen,
Er hat direkt Bescheid gesagt und die Antwort war wirklich, ich darf es euch nicht zeigen, aber ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, dass er versichert, dass diese Pflanze das schon schafft. Ja, er kann das nicht versichern. Wie? Steckt er da drin? Hat er eine Ahnung, warum das überhaupt passiert ist? Nein, diese Pflanze war nur 4 Tage unterwegs und hat trotzdem Wurzelfäule. Woran liegt sowas denn bitte? Das kommt ja nicht von alleine. Und es ist ja auch nicht das erste Mal. Freunde von mir haben da auch Probleme. Immer mal wieder mit gehabt, ja. Die kriegen das halt meistens in den Griff, genauso wie ich, weil wir einfach relativ erfahren sind. Bei jemandem, der nicht erfahren ist, würde das in jedem Fall schief gehen. Das Ding ist jetzt hat er da Bescheid gesagt, aber was ist jetzt, wenn er in 10 Tagen feststellt, ich krieg's nicht selber in den Griff? Was dann? Mir wurde gesagt, man kriegt nur die ersten 48 Stunden, nee, einer Freundin wurde gesagt, man kriegt nur die ersten 48 Stunden die Möglichkeit eines Refunds. Mir wurde gesagt, man kriegt nur die ersten 5 Tage die Möglichkeit auf einen Refund. Wie es aber scheint, scheint es diese Möglichkeit überhaupt nicht zu geben, denn wie gesagt, wenn ihr einen Refund wollt oder irgendeine andere Lösung, kriegt ihr keine Pflanzen mehr von dort. Und es scheint, wie gesagt, nicht die Option zu geben, sich erstmal selber um die Pflanze zu kümmern. Das heißt, wenn ihr jetzt also so eine Pflanze bekommt, an der schon irgendetwas dran ist, spart euch das Melden bei dem Shop selber. Da kommt ja eh dieselbe Antwort von wegen, ne, warten wir erstmal ab und ihr kriegt das schon hin und keine Ahnung was. Und dann am Ende sitzt ihr da, wenn doch nicht. Und euch wird außerdem dann die Schuld gegeben. Ja, also bei mir waren es auch meine Schuld. Mein Substrat war es. Ganz anderes, als er genannt hat. Aber dann war es trotzdem Schuld, als ich dann gesagt habe, welches ich dann wirklich benutzt habe. Das war auch ganz schlimm, noch schlimmer sogar. Gott, ich wollte das hier sachlich halten. Aber es ärgert mich natürlich ein bisschen, weil ich habe einfach Werbung dafür gemacht. In dem Glauben, dass das was Gutes ist. Und bin mir da jetzt einfach nicht mehr so sicher, ob das was Gutes ist. Also wie gesagt, ich darf da jetzt auf jeden Fall nichts mehr bestellen, was auch schon echt weird ist. Also keine Ahnung, was das für ein Geschäftsmodell ist, aber wer sich beschwert, der kriegt nichts mehr. So läuft das halt. Wenn ihr nun also diese Pflanze bekommt, meldet euch nicht bei ihm, sondern direkt bei PayPal. Und da müsst ihr gar nicht unbedingt sagen, so, diese Pflanze geht jetzt sofort zurück. Klar, das ist auch etwas, was man ausmachen kann. Ihr könnt sagen, ihr möchtet die Pflanze zurückschicken. Ne, das geht dann an den Händler in Deutschland, der euch auch die Pakete schickt als Zwischenhändler. Das kommt bei dem Kartell-Dau-Import nie direkt zu euch, sondern über einen Zwischenhändler in Deutschland. Dadurch entfallen halt auch die Importkosten. Ihr habt dann meistens nur noch den Deutschlandversand, den ihr bezahlen müsst. Aber, wie gesagt, man muss es ja nicht gleich so krass machen. Das ist das Schöne an PayPal. Ihr könnt eine offizielle Einigung mit Karteldown, die dann aber eben geschützt ist, treffen. Und da könnt ihr natürlich dann auch schreiben, ich würde gucken, wie die Pflanze sich verhält, ob es besser wird, falls nicht, bis dann und dann. Dann möchte ich gerne, dass sich darum gekümmert wird, ein Refund oder sonst was. Oder ich die Pflanze dann noch zurückschicke, falls davon noch irgendwas Lebendes übrig sein sollte, ne? Das muss ja auch der Fall sein. Und dann habt ihr eben durch PayPal sehr abgesichert, dass diese Aussage, die ihr mit ihm zusammen treffen müsst, also eure Einigung, dass die auch wirklich eintritt und nicht 2 Monate später, wenn ihr merkt, ihr schafft es wirklich nicht, die Pflanze zu retten, keinerlei Einigung mehr möglich ist. Mir war es einfach wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, bitte, bitte, bitte meldet es direkt PayPal, lasst euch nicht zuquatschen mit seinen angeblichen Tipps. Ja, die sind, ja, ich möchte einfach nichts Böses sagen oder sowas. Wie gesagt, ich möchte sachlich bleiben. Deswegen bitte meldet euch bei PayPal, falls eure Pflanze aussieht wie bei dem betroffenen Bekannten hier oder falls ihr sonst irgendwas merkt, dass die Blätter gelb werden, die ersten abfallen. Meldet euch damit, schickt Fotos, wie die Pflanze eigentlich aussehen sollte. Und schickt Fotos, wie sie jetzt aussieht, an PayPal. Setzt diesen Fall vernünftig auf. Und dann sollte euch eigentlich keinerlei Probleme erwarten, wenn ihr dort bestellt. Außer eben, na, wie schon gesagt, dass ihr danach nie wieder da bestellen könnt. Die werden euch dann nie wieder antworten. Oder wie bei mir sogar ganz direkt sagen, nee, unter den Umständen kann ich nicht verantworten, dass du nochmal Pflanzen von mir bekommst. Oh, sachlich funktioniert einfach nicht, Leute. Ich kann es nicht. So. Dieses Statement ist jetzt durch. Ich wünsche euch also einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und ja, bis zum nächsten Mal.